Hallöchen und herzlich willkommen zu einem kleinen Projekt namens Little Big Workshop. So, ich habe das Spiel noch nicht vorher gespielt, also vor einer langen Zeit, aber schauen wir uns erstmal an, was präsentiert wird. Little Big Workshop. Hier ist D oder Maus. Oh, hier klingelt es. Hallo, ich habe gerade einen neuen Laden in der Nähe deiner Fabrik aufgemacht. Und da wir beide neu sind, können wir einander vielleicht behilflich sein. Kauf dir eine Werkbank, ich rufe später wieder an. Hier raus und rein scrollen geht auch. Ah, jetzt. Kaufe deinen ersten Arbeitsplatz im Shop. Was brauche ich? Eine Tischlerstation. Wohin? Kann man die Maus jetzt drehen? Ah, hier mit. Ach, das dreht sich mal schon. Jetzt gerade okay, das scheint zu snappen. Muss aber nicht. Ja, dahin. Tischlerstation, nimm die Bestellung entgegen. Ja. Na los! Wir brauchen sie einen Pausenraum. Deko. Zone. Oh. Okay. Da kommt das Zeug an. Ei. Dauert eine Weile, bis bestellte Arbeitsplätze geliefert und installiert werden. Ja. Hallo? Wie sieht's mit dem Aufbau aus? Hallo? Jetzt wieder. Frechheit. Ladebucht Alpha. Ui. Ja, lange Zeit gab es kein Video. Das wird auch vermutlich bis zu meinen Sommerferien bleiben, dass ich nicht zu viel mache. Aus dem einfachen Grund, dass ich einfach viel zu tun habe. Genau wie dieses Telefon. Wie ist hier so eine Werkbank? Ich habe nur noch wenige Kartenzwerge auf Lager. Kannst du mir ein paar machen? Produktplan. Dies ist der Planungsmodus. Hier kannst du entscheiden, wie deine Produkte hergestellt werden. Ja. Eckige Knoten sind Produkte oder Teile. Das kann alles sein, von kleinen Holzbrettern bis hin zu komplexen Unterbaugruppen. Monoknoten sind Aktionen. Sie werden von deinen Arbeitern an verschiedenen Arbeitsplätzen ausgeführt. Dieses nach deinem Plan entstandene Endprodukt. Ich kann kein Deutsch mehr. Zur Ausführung von Aktionsknoten wird ein Arbeitsplatz benötigt. Ah, Rechtsklick. Dann da unten drauf. Dann los. Die benötigten Materialien sind auf dem Weg. Okay, jetzt brauche ich das. Kann ich das größer machen? Ja, kann ich. Siehe dir den Fortschritt hier an. Spule mit den Tasten voll. Geht das auch mit... Ah, geht auch mit 1, 2, 3. Schnell, schnell, Jungs. Schnell, schnell. Hallo? Madam? Ich mit dem Tutorial freigeschaltet. Okay. Da oben rechts sehen wir den... Auftragsfortschritt hier 66%. Ja, gut, bei 3. May, mach die Produkte nicht kaputt. Mann, teuer. Liefere deine Produkte aus. Abholen bei. Ja, okay, kann man machen, aber ich habe nur eine Bucht. Bisher. Anscheinend kann man sich auch keine bauen. Okay. Egal. Kommt, fahren Sie. Oh, der war schnell weg. Ich habe gerade die Lieferung mit geschnittenem Holzwerk bekommen. Die sehen super aus. Die Leute starren schon, während ich sie noch auspacke. Hoffentlich können wir diese Arbeit fortsetzen. Schau dir die Wirtschaftsblabla
Nach dieser Einführung berechnen dir die Mitarbeiter ihre Zeit. Oh, die wollen auch noch Geld haben. Oh, die Schweine. Ja. Und jetzt klingelt schon wieder. Okay. Da bin ich wieder. Zwerge verkaufen sich super. Und ich möchte noch mehr davon verkaufen. Kannst du mir Regale dafür bauen? Ja. Oh. Eigenschaften legen die Produktqualität fest. Dieser Auftrag hat Eigenschaftsanforderungen. Oh, du meine Güte. Optionen mit dem roten Hintergrund kannst du in deiner Fabrik aktuell nicht auswählen. Triff im Plan eine andere Entscheidung oder wähle etwas mit neutralem Hintergrund aus. Wenn das neutral ist, wähle das Material für dieses Produkt. Dunkles Holz. Dunkles Holz, das sieht schön aus. Ach, du meine Güte. Ah, ich kann ja auch mit WASD navigieren. Oh. Ich brauche eine neue Maschine, eine Montagestation. Bestellung. Planungsmodus starten. Ah. Los. Ja. Was? Einer deiner Mitarbeiter ist vor Erschöpfung zusammengebrochen. Ihr habt noch nichts gemacht, noch nichts. Ach Mann. Jetzt schon. Geht jetzt schon los, dass die Mitarbeiter keinen Bock haben. Wie die drei Sachen darf ich anscheinend nur haben. Menno. Da los. Ei, ei, das gefällt mir gar nicht. Hier hinten wird schon fleißig gearbeitet. Was ist mit der hier los? Hat keine Lust. Kann ich natürlich nicht sehen. Super. Ja, oh, gut. Das ist rote Zahlen. Oh Gott. Das ist nicht gut. Rote Zahlen sind nie gut. Hallo? Sir, warum bist du am Handy? Du sollst arbeiten. Hallo? Hallo? Wie unverschämt ist das denn? Arbeitet der Knecht nicht? Wow, kann ich nicht mal woanders hinsetzen? Ist ja klar. Anderer Mitarbeiter hat eh keine Lust. Schläft noch. Schläft die Nacht durch. Klar. Das ist direkt so schnell. Das ist nicht gut. Das ist wirklich absolut das Gegenteil von gut. Ich mache jetzt fast forward, weil. Naja, das ist halt noch nicht so wirklich spannend. Außer, dass die anscheinend die Teile wegschmeißen. Ich muss dreimal klicken, kann ich. Ah, ich kann auch Q&E drücken. Wow, warum sagt mir das niemand? Wahrscheinlich habe ich es wieder überlesen. Na gut. Gibt's Schlimmeres bei. Was fehlt dafür? Ach so, ein Holzbrett. Ja. War das denn durch? Ja? Nee? Nee? Doch? Liefern. Okay. Das ist gut. Ah, der ist wieder da. Oh, der hat einen gut gepflegten Teppich, mein Lieber. Schiebe. Ach, nicht Teppich. LKW. Aber süß ist die Grafik allemal. Finde ich eigentlich einen echt coolen Style, den sie hier gemacht haben. Da, traget. Okay. Was? Crazy Steve. Enterprises. Säge und Regale, ich denke, das reicht erstmal. Ich komme auf dich zurück, wenn ich was brauche. Solltest dich auf dem Markt umsehen. Dort suchen viele Leute Waren. Tschüssi. Nutze den Markt. Diese Gesamtmarkt. Hier stetige Nachfrage nach Produkten und kannst regelmäßige Einnahmen machen. Was ist das? Die Texte geben dir einen Überblick über die nötige Produktion. Hier siehst du den aktuellen Preis und die Nachfrage. Die Nachfrage ist im Keller. Wortwörtlich. Wie sind die Eigenschaften, die du treffen musst, damit das Produkt akzeptiert wird? Alles in allem ist das Produkt nicht gut geeignet. Die Nachfrage ist gering, der Preis durchschnittlich und du brauchst einen neuen Arbeitsplastikplatz dafür. Dieses Produkt ist leicht herzustellen, die Nachfrage ist groß und die Bezahlung ist okay. Viel besser als das vorherige. Die Nachfrage schießt gerade so in die Höhe. Ja.
aktuell 2 bis 6. Ja. So. So. Okay, Hundehütte. Lege die Zielmenge auf 7 fest. Warum auf 7? Okay. Ich hätte eigentlich jetzt gern 10 gemacht. 10 und 18. Na gut. 7 plus 1, ja, 1 Überrest. Ja. 192. Offiziere wird eine Weile abdauern, diesen Auftrag abzuschließen. Ja, was kann ich jetzt machen? Montagestation. Aber warum eine zweite Montagestation? Eine zweite Montagestation bringt mir ja nichts. Wenn halt generell das andere Ding langsam ist. Hat das Spiel Musik? Ah, vielleicht kommt das später. Da stellt sich heraus, ich bin vielleicht einfach auch schwerhörig. Teile dieses Objekt auf. 3. Verschiebe dahin. Stelle einige Arbeit ein. Stelle einen Bediener ein. 150 am Tag. Ja, gut. Wer war das jetzt? Okay. Hallo. Laut. Für mich. Wenn ich die Musik hören will. Aber ich glaube, die Effekte sind ein bisschen zu laut. Und dann ist alles zu leise. Na gut, das ist das Typische. Ja, liegt am Holzbrett. Die Holzbretter sind das Problem. Eindeutig, das ist nicht die Montagemaschine, die Holzbretter sind's. Hallo, was ein riesiger Raster, die Zwerge sind schon ausverkauft. Ich brauche sofort mehr, ich zahle alles. Geschnittener Holzzwerg, jo. Das Fahrerprojekt muss priorisiert werden. Fahre mit dem Cursor über die Verfolgung und klicke auf die Prioritätsschaltfläche. Okay. Muss natürlich dann schnell gehen. Na gut. Es sind alle müde, die Leute. Was? Das ist ja schrecklich. Ah, da oben, ey. Das ist eines blau und das andere ist grün. Blau ist wahrscheinlich unser Fortschritt und grün. Nee. Hä? Vielleicht bedeutet das grün, ich bin noch gut in der Zeit. Aber was bedeutet dann das blaue? Bei der Hundehütte sind wir gerade bei 60% und. Das ist ein dunkelblaues. Ach Mann, ich weiß doch nicht, was damit gemeint ist. Aber das Grüne geht immer weiter hoch, während das Blaue nur ganz langsam hochgeht. Ja. Aber niemand sagt, was damit gemeint ist. Okay. Träge hoch, ja. Mittel. Ja, hoch. Klar, sehr hoch eigentlich. Nicht die Hundehütte, sondern die Zwerge. Ist das? Nee, ich tue nichts schneller arbeiten lassen. So. Das ist fertig. Liefern. Mal schauen, wie viel er uns dafür bezahlt. Ob der uns total übers Ohr haut oder nicht. Wo ist er? Da kommt er. Spielbrett ist interessant. Bieb, bieb. Schokolade. Schoki, Best Friend. Ja, stimmt. Lazy Cat Wood Club. Taschenrechner. 7734 mostly correct calculated. Schade, kann man nicht bedienen. Das hätte ich jetzt gefeiert. Huch.
Cool. Wow. Kaffee. Nein. So, hahaha. Ich war ganz kurz weg. Ja, ganz kurz. Fast 20 Minuten. So, ich weiß gar nicht, wo ich stehen geblieben bin. Cool. Hier kannst du deine Kundenbeziehung einsehen. Aktueller Fortschritt des Betriebes? Wo? So. Ah, hier ist frisch im Zimmer. Ja. Okay. Ach so. Ja, zu 100. Ah, was ist das? Reparatur läuft. Ah. Dumm. Ich höre keine Musik mehr. Ist das hier? Ja, okay, doch. Ist auf meinem Game Audio. Okay. Stopp, stopp, stopp. Nicht so schnell. Abholung aller Produkteanfragen. Ja. Zieh dir deine Ziele und Fortschrittleiste ab. Da! Schließe das Tutorial ab. Ein Zertifikat für die Großartigkeit. Meilensteine. Schließe die letzten drei Kundenherausforderungen ab. Huch, wo bin ich denn gelandet? Und liefere mehr als 100 Produkte. Forschung und Entwicklung. Das hört sich cool an. Was ist das? Ja, gut, egal. Schalltafeln. Ich habe eigentlich nicht mal geschaut, aber es sieht cool aus. Schalltafeln werden benutzt, um Arbeitsfläche. Plätze zu verwenden. Dies ermöglicht dir, die Aufträge zu kontrollieren und in Gruppen anstatt einzeln zuzuteilen. Ja. Schalttafeln. Ja. Huch. Na, 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 na. Juhu. Aha, okay. So, Markt Basic. Was ist das? Mehrere Arten von Stühle. Stühle, ja, Stühlen. Aha. Die Nachfrage geht rapide runter. Nachfrage ist gering, aber der Preis ist gut. Aeronit oder Robustit? Ja. Nee. Ah, kann ich nicht machen. Ich habe dafür keine Sachen. Na gut. Im Hilfebereich findest du detaillierte Informationen zum Spiel. Passt. Markt. Ja, muss ich erstmal lassen. Die Nachfrage ist im Keller. Oh ja. Och, Röntgenblutung, meine Güte. Nee, Station. Nee, ich kann ja. Na, ich kann ja nicht andauernd. Nee. Geht ja auch nicht. Sieht doch scheiße aus. Kann ich irgendwas machen, was günstig ist? Komm. Das ist ne. Das ist eine kleine Schmiede. Ja, es macht dem Namen wenigstens alle Ehre, ist wirklich klein. Nee. Tiergabel. Preis hier ist halt nicht so hoch. Der Preis hier ist geht. Okay, yo. Yo.
Doppelklick auf einen Knoten. Doppelklickst du auf einen Knoten, wählst du auch alle anderen aus, die dorthin führen. Ach, keine Ahnung. Bin ich zu blöd für. Ah, das günstigste natürlich. Menge, wie viel lieferbar? Erreich Fabrik Level 5. Wie geht es? Farbrangliste. Okay, keine Ahnung, was das war. Je mehr Dekoration du hast, desto effizienter sind deine Arbeiter. Deko ist teuer. Ja. So. Ein Regal. Was bringt mir das? Effizienter Steuerung und Hindernisse. Wie wir bei Small Shelves Inc. sagen, wirklich wichtig sind die kleinen Dinge. Und die lagern wir für sie. Effizienter Steuerung, wenn der Kram hier nicht reinpasst, legen wir ihn besser auf den Boden. Okay. Das ganze Ding ist ganz schön winzig hier. So. Wenn du den Kauf bestätigst, bleiben mit dir weniger als 50% deiner Rücklagen. Das ist ja ausnahmsweise mal relativ Wurst. LKW in Ladeprogramm gekommen. Was wird denn jetzt? Ach so. Das Zeug wird geliefert. Ja. Ja, ein Fütter. Tim Sommer. Ja, der Erste, der hellhäutig ist, wow. Ich meine, ich habe darauf nicht geachtet, aber mir fällt dieser Unterschied direkt auf. Und er macht Musik, aber ich kann sie nicht hören. Na gut, ich lasse dir erstmal ein bisschen weiterarbeiten und weiterarbeiten. Forschung und Entwicklung, was ist das? Verbessere deine Logistik, indem du eine besondere Zone in der Fabrik nutzt. Als Produktion, das brauche ich noch nicht. Bautools, schalte Bautools jetzt frei, um neue Wände, Türen und Fabrikbereiche zu bauen. Umweltfreundliche Materialien. Okay, das heißt, als nächstes werde ich in die Bautools investieren. Ah, man kann auch Ladebuchten holen. Cool. Das ist das Praktikumsprogramm. Richte ein Praktikumsprogramm ein, bei dem Schüler aus der Gegend in deiner Fabrik lernen und arbeiten können. Er mag dann keine kostenlose Hilfe. Die Praktikanten verdienst du dir außerdem auf lange Sicht einen guten Ruf und vielleicht sind sie nützlich. Uhuhuhu. Das ist immer mies. Also ich meine, ja, dämlich. Es ist halt so, dass Praktikanten wirklich günstige Leute sind, aber naja. Ich finde, man sollte den Leuten trotzdem zumindest ein bisschen Geld geben. Also besser als nichts. Und es ist auch irgendwie am Ende des Tages eine Wertschätzung. Weil. Ja. Ich meine. Am Ende des Tages solltest du die Leute eh wertschätzen. Und wenn das halt nicht passiert, dann ist meiner Meinung nach schon relativ traurig. Irgendwie ist dieses Spiel auch, obwohl es ganz nett ist, mehr so ein Spiel, was ihr im Hintergrund schaut, wo mein Commentary halt einfach ist. Das ist natürlich
auch für euch eventuell nicht das geilste Spiel. Ich werde es aber nichtsdestotrotz Markt öffnen. Erstmal verkaufen. Verkaufen. Ja, exakt. Genau. Oh, der Verbrauch hier ist so geil. Was kann ich denn machen? Na, ich muss noch mehr davon machen. Dieses waren 20 Stück. Oh, 30, 40. Komm, ich mach direkt 40. Kostet mich 600 €, aber das soll mir egal sein. So haben die Leute wenigstens direkt was zu tun. Und dann mache ich eventuell Geld durch. Was ist das hier unten eigentlich? Schätze aktuelles Geld pro Stunde. Ja. Was die verbrannt ist. Hallo. Warum ist der YouTube? Hey. Das Einkommen ist da relativ niedrig. Erzfeind GmbH. Eine Firma. Hund AG. Schnitzel und so. Ey, Schnitzel ist lecker. Karma. Geil. Halloumi Spreadsheets. Stellt Büro, Zubehör, Möbel her. Okay. Ich bin ganz schön weit oben eigentlich. Kundenbeziehungen. Okay, scheint. Was ist da das? Okay. Ja, das ist Crazy Steve Enterprises. Der Typ leitet eine Flohmarktkette und will verrückte Produkte. Ja, das stimmt schon. Also, so ein Gartenzwerch ist schon wirklich ausnahmsweise irgendwie verrückt. Weshalb mich das halt doch auch wundert. Wow, ein Snowboard, teuer, teuer. Warum das nicht angeboten wird. Aufgaben. Plan erstellen. Habe ich dafür was? Nee. Dann kann ich auch keinen Plan dafür erstellen, wenn ich da Sachen dafür nicht habe. Hake. Ja, ich in der Hoffnung, dass der Preis hochgeht. Wenn er jetzt runtergeht, oh, das wäre so böse. Das wird mich jetzt richtig ärgern. Wenn der Preis jetzt weiter runtergeht, wir merken uns 131, 142. Ja, perfekt. Oh. Muss gewartet werden. Verprangles, ey, bist 3 Stufen abgestiegen. Nee, das ist schlecht. Das ist wirklich schlecht. Ich stecke in der Klamme. Alle meine Dahlpferde sind verkauft. So habe ich das nicht geplant. Ich habe auch keine mehr im Lager. Ich brauche neue. 15 reichen. Ach du meine Güte. Ja. Auch hier muss gemalt werden, das. Streichstation, warte. Nee, das kann ich doch nicht machen. Nee. Sorry, ich kann das nicht annehmen erstmal. Oha. Ja, gut. Ja, die Haken sind kein Verkaufsschlager. Die Nachfrage ist. Ja, der Laster. Oh, ja, gut, die Nachfrage ist eben Killer. Preis ist halt hoch. Aber die Nachfrage ist halt gering. Ja, gut. Ey! Fortschritt, aktuelles Level. Außenräume 7. Okay. Ja. Kommt, Leute, das macht ihr. Das kriegt ihr hin. Ich glaube an euch. Ja. No. Oh nein, meine Maus ist nicht. Meine Maus war außerhalb des Bildschirms. Okay.
Ah, nicht die Linken. Nee, okay, schade. Nee, 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 nee. Das ändere ich nicht. Ja gut, ich hätte ihn natürlich verkaufen können. Aber in der Hoffnung, dass natürlich jetzt der Preis noch mal ein kleines bisschen nach oben geht. Ich meine, selbst um 1, 2 Dollar wäre... Ja, wird der Preis nach oben gehen? Ah, bitte. Ist der Preis so geblieben? Ist der Preis wirklich so geblieben? Immerhin besser, als wenn er runtergeht. Keine Frage, aber. Ja, gut. Ah! Nur Punkte. Ich bin jetzt Stufe 4, so. Bautools. Die brauche ich. Renovieren, Bautool. Das ist teuer. Aber eine Tür ist jetzt nicht die teuerste. Nee, da muss mit Sicherheit keine Tür hin. Markt, ja gut, ich kann halt jetzt nur wieder, wenn ich 14 Stück machen, wow. Das bringt mir halt das Bündel. Ich habe halt eine minimale Bezahlung und alles, ja. Ah, naja. Also ja, klar, 14 Stück besser als nichts, aber... Ja, so viel ist es auch nicht. Das könnte mehr sein. Menno, Menno, Menno. Ja, ich habe ja jetzt schon zwei gleich durch. 50% habe ich schon, wow. Liegt das da alles, oder? Ah, ein Teil liegt auch hier. Okay. Aufgabe. Ja, gut. Ach so. Ja, gut. Und ja, da wird dann der Rest jetzt gefertigt. Ja, ausnahmsweise, ausnahmsweise. Ich glaube, ich tue die Nachfrage gerade ziemlich killen. Aber die bleibt stabil, die bleibt wirklich stabil. Ja, liefern. 2000. Niemand will die Dinger mehr haben, weil ich sie in zu großen Mengen produziere. Warum kann ich hier kein Holz nehmen? Oh. Ach, weil ich da nicht auf den Wert komme. Oh. Ja, okay. Gut, das ist blöd. Aber was soll man denn daran jetzt ändern? Und wie viele... Ja. Neue Kabel. 52, 9, 10. Mache ich nochmal 19 hinterher. Ach so. Ja, gut, okay. Der Profit ist natürlich jetzt nicht so hoch, aber gut, ich kann halt nichts anderes machen. Außer die Folge beenden. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge von wahrscheinlich doch immer noch Little Big Workshop, oder? Heißt das wirklich Little Big Workshop? Jetzt habt ihr mich verwirrt, aber ich liege richtig. Es ist Little Big Workshop. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.